Perfekt. Bildschirm freigeben, wie geübt. Bildschirm. Zack. Super. So, ihr seht meinen Bildschirm. Wir können es sehen, Niklas. Ja. Hi, wir sind die Kermit Vikings. Wir sind Tim und das ist Nick. Und jetzt übergebe ich an Tim. Vielen Dank, Nick, für die tolle Anmoderation. Wir erzählen euch nämlich, was wir als frisch gegründete Climate Vikings so ausmachen und wo es bei uns hingehen soll. Wir beschäftigen uns nämlich auch mit dem ganz klaren Problem des Klimawandels. Wir gehen aber nochmal einen Schritt zurück und betrachten, dass wir in einer Welt sind, die sich im allgemeinen Wandel befindet. Diese Wandel können aber aus der Sicht des Menschen gut oder schlecht sein und da, wo wir auch ein wenig Glück haben als Menschheit, es ist auch abhängig von uns. Wir haben eine kleine Umfrage durchgeführt und haben gesehen, die meisten Menschen wissen schon, dass der Klimawandel relevant ist, dass Nachhaltigkeit ganz wichtig ist. Die meisten sind sogar auch motiviert, das zu tun und sagen, das ist was super Wichtiges. Die wenigsten schaffen es aber, das auch in ihren Alltag zu integrieren. Und so in 1,5 Grad möchten wir genau dort eingreifen. Das heißt, wir stellen Informationen zur Verfügung, wie einfach es eigentlich ist, und probieren zu verstehen, was getan werden muss, damit auch ein wirkliches Umdenken und dann auch die Umsetzung stattfindet. Dafür beweisen wir Mut zur Lücke und schauen, was denn das richtige Tool dafür ist. Wir haben eine Webseite als Idee in der Planung, auch schon einen ersten Entwurf, den man hier sehen kann. Wir sind gerade dabei, eine App mit Daten zu befüllen und das auch auf prototypischer Ebene, mit denen dann einfach nachhaltig gekocht werden kann, wo es natürlich den Menschen zugutekommt als auch der Umwelt. Und unser ganz klarer Fokus ist, wir möchten zur Umsetzung motivieren, denn gemeinsam sind viele Dinge möglich und wo ein Wille ist, ist ein Weg. Und bei diesem wichtigen Thema, wo wirklich der Menschheit, der Welt, der Strom gezogen werden kann, müssen wir etwas tun und das gemeinsam. Auch wenn wir etwas jung und frisch sind, beruhen wir auf einem soliden Fundament. 2016 habe ich die kleinen Erfinder an der TU Berlin initiiert, dort zweijährig betreut. Nun bin ich Workshopleiter an der Initiative für Hochbegabung, wo wir auch angesiedelt sind, als Kurs Projektmanagement für Hochbegabte zu finden. Und ganz klarer Kern ist Innovation durch Unvoreingenommenheit. Wir möchten nämlich nicht im Dunkeln tappen und deswegen ist dieses Bild so schön, denn zum Beispiel diese Blindenschrift ist von einem 16-Jährigen gefunden worden. Das heißt, wir sehen unsere Frische als Stärke. Und das sieht man auch an unserem Team im Alter von 11 bis 25 Jahren, wobei ich da der ganz klare Ausreißer bin. Möchten wir etwas bewegen und würden uns über Vernetzung freuen und über Kritik. Und dafür zeigen wir uns euch gleich die App. So, ich hoffe, ihr könnt mir noch folgen. Ja, perfekt. Genau, die zeigt Nick. Oben in der Kopfzeile kann man die Kategorien aussuchen, für welche man Rezepte haben möchte. Man kann in den Rezepten scrollen, nach unten und oben. Und wenn man ein Rezept findet, welches man haben möchte, kann man dieses aussuchen und kann dann dort Einzelheiten sehen. Wenn einem dieses Rezept gefällt, kann man es wieder schließen und auf das Herz klicken. Wobei es dann zur Merkliste hinzugefügt wird. Wenn man auf unser Logo klickt, kann man auf die Merkliste und auf die Einstellungen zugreifen. Genau. Dieser ganz frische, junge Mockup ist letzten Samstag entstanden, genauso wie diese Präsentation. Deswegen freuen wir uns umso mehr um Vernetzung, Feedback, Kritik, Fragen und Antworten. Und bitte hier an diese beiden E-Mail-Adressen stellen. Die obere ist meine, die untere ist für die generellen Fragen an die Initiative für Hochbegabung. Dankeschön. Ja, vielen Dank an euch. Sehr schön, sehr kompetenter Vortrag. Freut mich, ihr werdet sicherlich die Chance haben zur Vernetzung. Wie gesagt, im Spatial Chat werden sich sicherlich Gleichgesinnte finden. Und wir kommen jetzt schon direkt zum nächsten Vortrag.